Polizeigroßaufgebot gestern Abend in Wien Favoriten. Ein 20-Jähriger wird gegen 21 Uhr am Reumannplatz mit einem Messer attackiert. Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei im Bezirk werden Beamte auf ein Gerangel zwischen mehreren Jugendlichen aufmerksam. Die Beamten konnten einen 20-Jährigen anhalten, der wies Stichverletzungen im Oberkörper auf, und einen 18-jährigen Tatverdächtigen, einen syrischen Staatsangehörigen, der ein Messer bei sich getragen hat. Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Erst am Sonntagabend ist es ebenfalls am Reumannplatz zu einer Messerattacke gekommen. Vor dem bekannten Eisgeschäft Tichy ist ein 21-jähriger Grundwehrdiener schwer verletzt worden. Das bestätigt das Bundesheer auf der Social-Media-Plattform X. Er kam offenbar Frauen zu Hilfe, die von einer Gruppe Jugendlicher belästigt worden sein sollen. Er wurde mit der Rettung ins AKH gebracht. Die Besitzer des Eisgeschäfts haben den Großeinsatz durch die vielen Blaulichtfahrzeuge Sonntagabend live mitbekommen. Naja, beängstigend, weil man weiß nicht, was los ist, nicht? Und wir haben das erst nachher dann aus der Zeitung erfahren. Und ja, ist natürlich eine traurige Geschichte. Viele Anrainer des Reumannplatzes trauen sich nachts nicht mehr außer Haus. Meine Frau hat es mir schon ein paar Mal gesagt, das ist, traut sie eigentlich nicht, dass er da alleine sitzen und so, ne? Wenn man sieht, dass mehrere Jugendliche, so 4, 5 beieinander stehen, weicht man schon aus. Ich wohne 3 Straßen, aber etwas weiter hier, von hier. Aber es ist beunruhigend, vor allem es passiert immer mehr und mehr. Weil immer mehr passiert, hat Innenminister Gerhard Kahner gestern Abend eine neue Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität vorgestellt. Für den Verein Wiener Jugendzentren braucht es aber mehr. Es braucht aber vor allem auch noch mehr, auch wenn das schon teilweise stattfindet, an Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit. Weil diese Problemlagen, die im Hintergrund stehen, haben viele Faktoren und viele Ursachen, die sie beeinflussen. Und genauso vielfältig muss man sie auch behandeln. 2 Messerangriffe innerhalb von 2 Tagen. Favoriten bleibt also weiterhin Problemzone in Wien.